Volk zu schützen. Um sein Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich glaube. Ich glaube. Die Gesetze und die gesetzmäßigen Behörden. Die Gesetze und die gesetzmäßigen Behörden. Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Prüflich und genau zu befolgen. Und mit allen meinen Kräften. Republik Österreich. Und den österreichischen Volken. Zu dienen. Zu dienen. Thank you.
Bundestag, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung und der gesetzgebenden Körperschaften, sehr geehrte Soldatinnen und Soldaten, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Mein besonderer Gruß gilt den jungen Bürgerinnen und Bürgern, die in Kürze ihr Gelöbnis als Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres leisten werden. Österreich bekenne ich mich zu einem starken Bundesheer, das Sicherheit gibt in einer Welt, die unruhiger geworden ist. Deshalb statten wir unser Heer auch mit den Mitteln aus, die es braucht, um seine Aufgaben zu erfüllen. Sie, liebe Rekrutinnen und Rekruten, sind ein wichtiger Teil dieses österreichischen Heeres. Österreich sagt Ihnen Danke für Ihren Einsatz. Ihrer Generation gehört die Zukunft. Nehmen Sie aus Ihrem Wehrdienst den Grundgedanken der Gemeinschaft mit. Denn nach diesem Gedanken hat sich unser Land nach langen, schmerzhaften Irrwegen zum Modellfall einer erfolgreichen, demokratischen Nation entwickelt. Dieses Prinzip müssen wir gemeinsam hochhalten.